Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Factorio Multiplayer. Zu viert, aber diesmal in einer anderen Vierer-Kombi. Porti ist heute nicht da, dafür aber der Max, der Flinks und der Santa. Wie geht's euch? Ganz gut. Gut. Ja, muss. Ja, muss. Okay. Mir geht's wunderbar. Ich habe mal wieder vergessen, Push-to-Talk zu drücken. Ah! Ja, heute anstrengend Sport gemacht, richtig schöne Stunde Rad gefahren, Puls auf 184, Bombe läuft. Achso, was haben wir denn für Problembaustellen hier? Boom, definitiv. Irgendwie sind gar keine mehr angeschlossen von den Steam Engines. Alle sind weg aus dem Stromsystem. Huch, Was? da stimmt, ja, wollte gerade sagen, das sehe ich hier oben auch, aber kann eigentlich nicht sein. Ich habe hier 130 Stück angezeigt. Ja, aber die sind alle Ja, nicht dann da. ist irgendwo das Netzwerk getrennt worden und da Ja, haben wir ich glaube, ich zwei sehe schon getrennte was. Netzwerke. Wartet mal. Kümmere ich mal. Gehst du mal da Und? abzubauen? Und rote Chips. Ich hatte irgendwie doch beim letzten Mal schon Strommasten gebaut. Hat man die wieder abgerissen? Sind sie jetzt wieder Ich da? habe keine Ahnung. 130. Ja, jetzt sind sie wieder da. Jetzt laufen die Maschinen gerade auch mit Volllast, um die Solarpaneele Ja, zu nee, entlasten. ich habe hier oben die eine Ofenlinie abgerissen. Das wird's gewesen sein. Ja. Gut, dann ich baue mal nach da drüben oder runter zu den Solararrays nochmal eine Hochspannungsleitung. Ja, ich reiße jetzt hier noch was ab. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht gleich wieder irgendwas kappe. Höchstwahrscheinlich ja, aber. Warte mal, Es ist. ich setze mal sicherheitshalber gleich einen richtig hin. Ja, unsere Stromleitungen sind auch ein bisschen. Das wird interessant mit dem 13er-Update, wo es dann die Switches gibt. Die Strom-Switches. Da freue ich mich schon drauf. Ja, ich mich auch. Was machen denn Und da kann man. Stromswitches? Die packst du zwischen zwei Strommasten und die kannst du an- und ausschalten, sodass Ach dann so, die ach ja, ach Stromnetze so, stimmt, verschwinden das ja, nicht. das habe ich gelesen. Ja, jetzt wo ihr sagt. Dann braucht er nur einen Schalter umlegen, dann ist alles tot. Genau. Und die lassen sich natürlich mit dem Kabelnetzwerk hier. Kombinatoren und so weiter verbinden. Oh, okay. Da hat einer einen ganzen Computer mitgebaut. Ja. Schon mit dem, was da drin ist. Ein Game of Life ist gebaut worden. Ich würde mal sagen, irgendwie so ein bisschen ist. Kommt zu wenig Eisen an, ha? Eisen haben wir noch nicht irgendwo von weiter her oder Nee, so. nee, Ich würde Roheisen ist gerne. okay. Roheisen ist okay. Es wird nicht genug geschmolzen. Ach so. Es wird nicht genug geschmolzen. Ja gut, also jetzt erstmal möglicherweise wegen Strom, der nicht da war. Ach so, ja, es kann natürlich sein. Ja, beobachten wir es einfach mal ein Momentchen. So, mein Inventar leergeräumt. Dankeschön. Ich habe da noch ein bisschen was. Hatte ich mir für einen Notfall. So, ich habe eine alternative Strecke aufgebaut. Es dürfte zumindest zwischen den Solararrays und den Dampferzeugern nichts mehr passieren. So, nein, du auch bitte weg. Und ja, man, geh weg. So. Mann, unsere Schmelzanlage ist ja richtig groß geworden, aber ich auch schon lange nicht mehr. Ja. Aber wie gesagt, es sieht so aus, als ob die noch mal Eisen brauchen. Mein Problem ist, dass ich eigentlich dann ganz gerne das hier ein wenig erweitern würde, einfach nur. Das Band ist ja auch noch nicht voll. Bräuchte ich aber Landfills. Haben wir jetzt nochmal irgendwo. Ich habe unten halt, glaube ich, nochmal welche Unten, hingebaut, ne? Wo willst du denn hin? Hier oben den See zu kippen oder was? Ja. Warte mal eben, ich Hey. habe 100, 173 mit. Ansonsten bei der Bahnstation, da kommt Stein an und Supi, da wird auch kannst du den direkt kleinen hier gepumpt. vielleicht auch noch machen? Den zu Ich kleinen? guck mal. Da.
Ja, könnt ihr mal abreißen. Weil dieser kleine Flecken Erde, der lässt sich nicht wegmachen, weil hier Mauern stehen. Mauern? Ja, hier bei diesem ganz kleinen See hier. Wo sind denn da Mauern? Den letzten Überbleibsel hier. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Naja, das sagen sie alle. Nee, Eisen wird aus diesem See hier Wasser entnommen. Rechts von dir. Den kannst du erstmal da lassen, den großen. Ich glaube, der ist nicht so schlimm. Egal. Gut, jetzt nicht mehr. Hier, den kleinen da hätte ich gerne. Den hier. Ach so, du hast von anderen geredet. Hier, den hier. Okay. Kann ich nicht. Kannst du nicht? Warte mal. Kannst du jetzt? Ja. Wo werden denn die roten gebaut? Oh Mann. Habt ihr schon mal diese Landfill-Bombs gebaut? Nee, habe ich noch nie benutzt. Das ist totaler Schwachsinn. Ja? Ja, der macht hier, also das Landfill hat ja diesen gewissen Radius. Und genau so groß ist dann auch der Radius von dieser Bombe, wo dann das Wasser wieder freigelegt wird. Ah, okay. Ist ja nicht so dolle, ne? Nicht wirklich. Die war nicht ganz, ganz billig herzustellen, kann das sein? Ja, die war richtig teuer und die macht nur richtig wenig Wasser. Wir hatten nämlich vor, die zu nehmen bei unserem Dytech als Wassergraben, weißt du? Um die Base rum. Und dann haben wir aber gesehen, dass sich das in der Relation überhaupt nicht lohnt. Ich laden die Flugzeuge mittlerweile die Geschütztürmer nach. Nö. Die Flugzeuge? Welche Flugzeuge? Drohnen. Ja, die Roboter. Genau, achso, nein. Nein. Geschütztürme sind brauchen wir gerade gar nicht so. Ja, ich weiß, hat es schon einmal fertig gemacht. Ich habe, also das muss man dann immer noch machen, ich habe immer dann Anforderungskisten hingestellt mit 10 Stück drinne. Dann konnten die im Notfall noch nachladen und dann haben die wieder nach und nach gebracht. Haben wir so viele Geschütztürme? Normalerweise. Wir haben ein paar an der Mauer stehen, ja. Da kamen auch manchmal ein paar Gegner, aber. Ja, jetzt können wir ja Laser benutzen. Das habe ich nur so lange gemacht, wie ich keinen Laser hatte. Und dann hat man ja dank Akkumulatoren und den ganzen Blödsinn. Da hat doch irgendwer Murks gebaut. Ach ja, wir hatten irgendwann mal das. Ich war's bestimmt. Das Problem mit dem Öl, was. Das sollte aber gefixt sein. Ja, bloß bei der einen Plastikfabrik war das nicht gefixt. Da war noch ein Stück Öl drin. Ah, okay. Ja, wir haben momentan einen Überschuss an Öl. Das ist der. Ja und nein, sag ich mal so. Ganz klar. Wieso? Weil wir letztes Mal so ein bisschen Probleme hatten. Achso, habt ihr die Ölleitung aufgebrochen? Weil ich habe extra eine Ölleitung komplett durchgezogen zu den anderen großen Feldern oben. So? Nee, das nicht. Wir hatten das Problem, dass auf einmal Schweröl in das Petroleumgas reinkam. Ach ja, ich erinnere mich. Ich weiß auch gar nicht, wer das gemacht hat. Nee, ich auch nicht. Also, das muss echt ein Idiot gewesen sein. Echt? Irgend so ein kleiner Troll, ey. Sabotage, sage ich nur. Gas. Ich habe hier oben nämlich übrig. Ich mache hier oben nur daraus Brennstoff. Ja, wieso machst du oben eine ganz andere Linie nochmal? Weil ich die für die Dampfmaschinen gebraucht habe, weil hier oben zu wenig Kohle ist. Oh. Und weil hier oben so viele Ölfelder sind, habe ich gedacht, Mensch, machen wir doch mal, gehen wir halt von einem fossilen Rohstoff auf den nächsten. Weil eindeutig gebraucht. Die Solarfelder bringen nicht genug Leistung für unsere Fabrik. Ja und nein, weil in der Nacht können die nicht viel Leistung bringen. Ja doch, wenn genügend Akkus da sind. Ja, aber die Akkus sind ja auch nicht genügend. Naja, das meine ich. Also wenn tagsüber laufen die Maschinen trotzdem noch mit ein paar Megawatt mit, das reicht nicht. Also wir haben nicht genügend Solar dabei, damit das versorgt werden kann. Also die Maschinen laufen noch auf 50% mit, sehe ich das. Wenn ich das hier richtig sehe. Ja. Also da müsste unsere Solarfelder noch erweitert werden. Ja.
Dazu hatte ja irgendwas gefehlt, glaube ich. Ich glaube, Substations oder irgendwas war da, glaube ich, letzte Woche im Gespräch. Das ja, weiß ich gerade gar nicht. Muss ich auch echt lügen, ob ich da, was da genau gefehlt hat. Also ich mache mal auf alle Fälle noch ein paar Plastikproduktionen rein, weil... Ja, Plastik haben wir, können wir nie genug haben. Das ist so ein Quark. So? Das mit dem Brummen in meinem Headset tut mir leid. Hör ich nicht mehr, ich hab Musik an. Ja. Oh, okay. Das könnte ich ja nicht. Also ich höre es selber auch nicht. Ich muss mal in meine Videos schauen, ob ich das da höre. Das ist jetzt das erste Headset, was ich über USB laufen lasse. USB-Headsets finde ich nicht so geil. Habe ich selber probiert, war nicht so. Sagen wir mal so, entweder habe ich ein generelles Problem mit meinem Rechner, mal abgesehen davon, dass er uralt ist, wenn ich das über Klinken laufen lasse. Dann könnte es aber auch nur noch ein Masseproblem sein. Ja. Wenn ich das über Klinke laufen lasse, dann wenn ich mehrere Sachen gleichzeitig aufhab, dann haut von irgendwo immer mal wieder der Ton ab. Also wenn ich einen Freund skype und ein Spiel spiele und nebenher YouTube-Videos schaue, dann bei jedem zweiten YouTube-Video ist erstmal der Ton wieder weg. Aha. Seitdem ich das USB-Teil drin habe, läuft das. Okay, wir haben tatsächlich ein kleines Stromproblem, wenn ich das richtig will. Die Akkumulatoren müssen danach tatsächlich Energie liefern. Ja. Die Dampfmaschinen nicht. Obwohl wir schon 65,6 Megawatt davon haben. Okay, ich baue nochmal ein paar Linien. Ja, dann vielleicht schnell. Das ist echt Wahnsinn, wo ist denn dieser ganze Strom hin eigentlich? In die Öfen. Die Öfen sind alle mit Energiesparmodulen ausgestattet. Ja, aber wenn du trotzdem guckst, die sind ganz oben in der Verbrauchung. Ja, sind sie ja meistens. Aber ja, schon zwei, das war eine reife Leistung. Da könnten wir mal Ding rausmachen. Aus den Energiesparmodulen dann die Ding-Module rein. Ja, wenn wir sie hätten. Ding. Ja, die schneller machen Module da. Ja, wenn wir sie hätten, dann wäre das nicht so. Ja, schwer. Wenn wir sie hätten. Ich meine, sie werden produziert. Außerdem. Produziert, aber wir haben zu wenig rote Chips. Leckt das bei euch gerade auch? Yeah, I'm not. Das war ein sarkastisches Nein. Ich dachte, das ist normal mittlerweile. Ja, nee, aber das liegt jetzt mal wieder. Hast du rausgescrollt? Ja, kurzfristig. Ich hab jetzt wieder reingescrollt, aber ich bin mitten in der Fabrik. Ich mache nichts weiter draußen. Habe ich noch Energiesparmodule? Nein. Gut. Das sind wahrscheinlich zu viele, ha? Huh? Solange die oben hier nicht voll laufen, der hier oben läuft voll. Könnten das natürlich auch schon komplett beschleunigen. Kluck, kluck, kluck. Kluck, kluck, kluck. Flup, flup, flup. So war das eigentlich eher gemeint. Wenn nur Big weiter. Das wäre noch harmlos. Ich glaube, ich muss irgendwann mal. Huch. Ich brauche schnelle Fließbänder. Ganz, ganz schnelle Fließbänder. Solange drehe ich den mal in die richtige Richtung um. Uiuiui. Alle wieder tierisch am Bauen und schweigen. Ja, ich habe auch gerade überlegt. Wo wären denn die Blauen da oben, ne? Da haben wir auch wieder keiner im Netzwerk. Was denn? Chips? Ne, blaue Fließbänder. Oh, die sind ja... Da kommt kein Schmier... An der Anfang der Produktion. Das spürt aber kein Schmiermittel an. Ja, weil wir wenig, sehr, sehr wenig schwer. Ach so. Scheiße. Entschuldigung, das... Hab ich so nicht gesagt. Da geht die Bildung in den Arsch. Ja, verflixte Wurst. Das ist aber... Wieso wenig Öl?
Kann das gar nicht sein. Rohöl ist ja kein Problem. Nee, also Rohöl haben wir genug. Wir haben die Tanks hier voll. Ach so, und ich habe das hinten ja nochmal aufgebrochen, okay. Ja, ich habe gerade nochmal die Verbindung geguckt. Nach oben ist auch alles frei. Wir haben kein Schweröl. Ja. Wir haben kein Schweröl. Machen wir das dann irgendwo. Der hier arbeitet nicht mehr. Der hat hier Festbrennstoff, der arbeitet aber nicht mehr. Und hier unten, der auch nochmal Festbrennstoff produziert. Das auch noch, okay. Darf ich das abschalten? Den Festbrennstoff? Ja. Also oben, braucht wird, ja. Oben betreiben wir nichts mehr mit Kohle, theoretisch. Ich glaube, ich habe zwar diese nie, aber das ist zu viel. Das schafft er, glaube ich, nicht. Also die Frage ist, was ist halt wichtiger? Haben wir noch Kohle irgendwo im Zweifel? Nicht in der Nähe, ne? Nee. In der Nähe haben wir, glaube ich, alles. Und dann müssten wir das mittlerweile rankarren, glaube ich. Oh. Hier oben wird auch noch mal was in der Kiste gelagert. Wieso? Was? Kohle? Nee, Festbrennstoff. Das ist noch mal eine halbe große Kiste. Keine Ahnung, aber das hier kann man eigentlich alles abreißen, wenn ich dann oben das weiter ausgebaut habe. Ja, wenn wir von oben, kriegen wir dann von oben genug Rohstoffe, um alles mit Strom zu versorgen? Dann würde ich hier das durchbrennen lassen und dann machen wir hier unten die Dingsproduktion weg. Sobald ich oben fertig habe, ja. Na gut, ein bisschen brennt ja noch mit durch. Also das heißt, du hast da oben deine Ölproduktion und die macht nur Brennstoffe. Genau. Okay. Und das Öl teile ich mit euch, aber die restlichen Ressourcen im Moment nicht. Also dann würde ich das so machen, dass wir das hier durchbrennen lassen und dann unten aber die Produktion abschalten, wenn niemand was dagegen hat. Habe ich nichts gegen. Damit wir, weil wir brauchen ja Schmiermittel, wir brauchen ja Fließbänder. Kann ich die ganze Zeit auf den roten Fließbändern hier arbeiten? Das geht ja nicht. Gut, das heißt, ich brauche jetzt Steine. Wo sind Steine? Die kommen unten beim Zug an. Unten bei der, genau, unten beim Zug. Über ein ganz normales Transportband, da habe ich einfach ein Transportband gebaut und kein Zug. Nimmst du mal den Trödel mal ab hier. Von wo kommst du denn? Hier. Oh, wir haben... Der Saft ist alle. Strom ist alle? Schon wieder? Ah ne, doch nicht. Das Tag-Nacht-Wechsel sah bei mir gerade aus, wie als würden die Lampen klackern. Aber dabei sind sie einfach nur nacheinander ausgegangen. Ach so. So, dann nehmen wir das hier weg. Und dann sollte das Schweröl jetzt nämlich auch wieder ansteigen. Spender bräuchten wir dann gleich mal, ne? Eigentlich sollte es steigen. Natürlich, jetzt wird natürlich erstmal noch super viel wahrscheinlich zu Schmiermittel. Aber Schmierbinte ist einigermaßen voll, das ist nicht leer. Hier oben kommt trotzdem nichts an. Hat irgendwer wieder Rohr gekappt? Ja, ich gucke mal. Irgendwas ist da gekappt. Ich glaube, ich sehe es auch schon. Was haben wir? Mal wieder ein Rohr gekappt. Ach so. Ja, wahrscheinlich. Wie so oft. Da kriegt man ja voll das. Geht das so nicht? Oder weswegen hast du das da... Ah, I see the problem. Ich weiß, wieso du es gekappt hast. Ich hab gar nichts auch gekappt. Na, irgendjemand hat doch hier meine Schweinerei beseitigt. Ich weiß, wie es entstanden ist.
Vielleicht habe ich dann das doch gekappt. Und dann hast du das nämlich gekappt, damit alles beseitigt, aber das Ding ist abgeschaltet. Ja, das hätte ich aber auch übersehen. Ich habe das probiert, da elegant durchs Feld durchzuschummeln und das ist natürlich schief gelaufen. Da oben das Öl für den Festbrennstoff, das machst du ganz simpel und einfach alles in Petroleum umwandeln und dann Festbrennstoff draus machen. Genau. Kann man den auch wegnehmen. So. Das habe ich mir so als Effekt, also als einfachste Lösung gedacht. Du kannst auch das Petroleum noch nach unten wegleiten, wenn er wollt. Nee. War jetzt bloß Interesse halber. Also Rohöl haben wir ja im Moment, wir schmelzen aber halt noch nicht genug auf. Irgendwie. Santa macht wieder frei. Ja, mir kam das verdächtig nah vor. Erke, einen Baum kannst du nicht reparieren. Da habe ich eigentlich. Willst du dich von etwas trennen, dann musst du es verbrennen. Genau. Benzin. Ey, nicht zu viel, sonst kommt die GEMA. Ja, das stimmt allerdings. Kann durchaus passieren, ja. Oh, Fließbänder! Langsam müsste ich mal mein Zeugs ausbauen. Ich habe doch schon eine schöne Rüstung inzwischen. Ja, wären die Chips, dann würde ich das auch tun. Ja. Ich kümmere mich nur noch mal ganz kurz um das Eisen und dann kann ich mich doch gerne noch mal um die roten Chips kümmern, wenn ihr gerne wollt. Blaue? Ja, also sowohl als auch. Also jetzt übertreibt's mal nicht. Bei den Roten liegt es eher am Plastik, dass das nicht da ist. Vielleicht auch mittlerweile dadurch, dass wir kein Eisen haben an den grünen Chips, aber das weiß ich nicht. Ja, nee, Plastik war ziemlich mau. Da habe ich jetzt nochmal drei Dinger aufgebaut. Da werde ich jetzt, glaube ich, noch ein paar aufbauen. Muss bloß erst wieder hinlaufen. Oh Gott. Oh, wer macht denn so lange... Ist schon lange? Max, hast du die Rohre komplett mit oberirdischen gemacht? Nein, großteilig eigentlich unterirdisch. Nur da, wo halt am Wasser und so weiter, wo man wo man eh nichts baut, habe ich das überirdisch gemacht. Ich mache das aber auch, wenn ich jetzt auch Stellen habe, wo ich zum Beispiel nicht so oft langlaufe, dann nehme ich dann auch die oberirdischen. Also das ist mir dann auch dieses Gefutzer immer zu. Blaue Fließbänder! Ja, sind in Produktion, brauche ich aber erstmal. Haben wir doch schon. Scheiße, jetzt fehlt mir ein einziges. Na gut. Sag mal, haben wir gar keine Zahnräder als passive Anbieterkiste oder sowas? Weiß ich nicht. Haben wir. Ja, wo bleiben denn die Roboter? Also ich hab vorhin ein paar geliefert gekriegt. Naja, die Roboter stehen wahrscheinlich im Lagstau. Im Lagstau. Ach nee, ich bin außerhalb des Gebietes, das ist ja noch gar nicht voll versorgt hier. Nee, ist es wohl eher nicht. Oh Gott, hier unten kommt jetzt auch wieder zu wenig Eisen an. Ach Mann. Wahrscheinlich sind hier unten wieder ein paar ausgelaufen, ha? Kommt ja fast nichts mehr an. Ja. Bauen wir die Drohnenports auch momentan automatisch? Nein. Ich glaube nicht, nein. Roboports? Doch. Echt? Ich habe irgendwo eine Fabrik gesehen. Inklusive Kiste. Aber da kommen keine roten Chips an. Ja, das Übliche also, ja? Ja, wahrscheinlich. So. Oh, nee, du hast ja doch noch was gehabt. Warum hast du denn noch nicht gearbeitet? Oder kam das so gerade nur wieder so vor? Ups. Da kommt zu wenig Kohle bei der Plastikfabrik an, aber jetzt ist zumindest eine Spur komplett voll. Immer mit Lehm. Das sieht jetzt hier so aus. Ich hatte irgendwo eine Fabrik für Zahnräder hingestellt. Ich habe noch keine Ahnung, wo die ist. Ist das nicht immer so? Ist ein Titi hier? Ach, weil das Kohle ist hier oben. Hier oben ist noch ein bisschen Kohle. Soll ich ein bisschen Kohle hinleiten? Ich pack das in eine Kiste, warte mal.
Aber nur damit es läuft und hier abgebaut wird. Ich wundere mich gerade, was steht denn hier so rum? Wo haben wir denn die roten Bänder? Ich brauche einen Teiler. Kannst du bestimmt anfordern, oder nicht? Ja, ja. Rote Bänder, klar. Gehe ich da jetzt mal noch ein bisschen rum. Warum habe ich noch einen Logistikroboter in der Tasche? Das kann ich dir nicht beantworten. Kann das sein, dass wir einfach zu wenig Logistikroboter haben im Moment? Verfügbare Logistikroboter 180. Nicht stimmt. Viel. Aber da ist, ach so, ja, verfügbar. Da ist die passive Anbieterkiste und trotzdem kriege ich nur sehr, sehr spärlich die... Ja, weil die aufgrund des Lags nicht fliegen können. Ja. Meinst du, die werden einfach nicht losgeschickt, oder was? Ja, doch, die werden schon losgeschickt, aber die... Aber das dauert ewig, bis die da sind. Die fliegen halt genauso langsam, wie wir laufen, sozusagen. So. Ich meine, ich stehe aber direkt neben der Kiste. Und da dann nimm dir doch einfach welche raus. Ja, normalerweise müsste doch hier so ein riesen Schwarm angeflogen kommen. Das ist verrückt. Ja, aber wenn der Server das nicht berechnen kann, dann dauert das. Okay. So ist nicht in meinem. Das gleiche hatten wir nämlich das letzte Mal auch schon, wo wir gezockt haben. Auf einmal, wo die Aufnahme beendet wurde von Flinks, dann lief das alles wie geschnitten Brot. So, gut. Eisen ist einigermaßen voll. Gut. Also es ist, ich warne nur vor, ne? Also 26 Minuten haben wir jetzt, knapp 27 gleich. Mhm. Och nö. Ach doch. Kommen jetzt endlich mal ein paar Teilerbänder angeflogen? Das glaubst du nicht im Ernst. Da kommt ja das noch rein. Machen wir... Wenn wir dann die Aufnahme beenden, dann lassen wir das mal 2 Minuten laufen, damit unsere Lieferaufträge alle ankommen. Das ist ja eigentlich alles voll. Warum bestelle ich eigentlich die roten Chips? Man weiß es nicht. Man munkelt nur. Man munkelt nur. Kriegen wir ein Dittchen. Wir haben 3 Abnehmer dafür. Ne? 1, 2, 3. Wisst ihr was? Reaktor für meine Rüstung. Mir ist noch was Lustiges eingefallen, als ich da oben jetzt so bei den Folgen meine begutachtet habe, meine Teile da oben, ne? Ich habe die genau falsch rumgebaut. Eigentlich hätte ich so 180 Grad versetzen müssen. Dein okay. Was? Hä? Ja, und zwar, weil ich ja das Wasser unten habe, jetzt ziehe ich von oben Wasser. Ich mache totalen Blödsinn. Kommt. Hauptsache, es fällt dir noch auf. Ne? Ja, jetzt ist es eh zu spät. Wenn's läuft, ist doch alles in Ordnung. Ich mach das mal so. So. Ah, das hat er nicht mal markiert. Das jetzt. Dann können wir den da auch noch wegnehmen. Irgendwas ist hochgegangen? Beabsichtigt? Ja, nicht so schlimm, nicht so schlimm, nicht so schlimm. Noch nicht. So, Leute, es ist Zeit für ein Päuschen. Jupp. Ach, das ist ja nicht. Ach so. Dann mal bis zur nächsten Aufnahme. Genau, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.